Moin Leute, euer Xemnas begrüßt euch zu einem neuen Theorie-Video und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Schauen. Diese Theorie, was wäre, wenn Gi mit Kakarot zur Erde geflogen wäre, Teil 11. Na, ob wir die 20 Teile noch erreichen, Leute? Oh, wer weiß. Der Kampf Gien gegen C17 und C18 hat begonnen. Und um eine Frage zu beantworten, die sich bestimmt einige denken. Natürlich sind diese Cyborgs um einige stärker als die Cyborgs, die wir kennen. Aber was für Kampfkräfte die haben, das verrate ich ja später. Aber nun zum Kampf. Gien wollte es erst im Normalzustand probieren, doch das hatte gar nicht geklappt. So verwandelte sie sich zum Super Saiyajin. Mit dem war sie C17 und C18 sogar etwas überlegen. Sie merkte nun, dass diese Cyborgs um einige stärker waren als die in Trunks seine Zeit. Zum Glück hatte sie die Entscheidung getroffen, dass alle noch härter trainieren sollen, als sie es vorher schon getan hatten. Dr. Gero war erstaunt, dass sie C17 und C18 sogar etwas überlegen war. Doch er machte sich noch keine Sorgen. Das Wort auf noch. Sie benutzte nun ihren Full Power Super Saiyajin gegen C17 und C18. Sie besiegte beide mit jeweils nur einem Schlag. Hier nun die Kampfkräfte von C17 und C18. C17 155 Milliarden, C18 150 Milliarden. Gien wollte nun beide erledigen. Sie schaute zu Dr. Gero, doch er lächelte. Gien fragte Dr. Gero, warum er so lächelte. Dr. Gero antwortete darauf, dass sie C17 und C18 nur besiegen konnte, da sie menschliche Wesen früher waren. Doch wir sind alle zu 100% Cyborgs. Naja, in Wirklichkeit nicht, da Dr. Gero früher auch ein Mensch war, wie wir wissen. Gien war sehr sauer über Dr. Gero, dass er zwei unschuldige Menschen in Killermaschinen umgebaut hat. Doch Dr. Gero interessiert es nicht, was sie sagte. Kakarot griff als Full Power Super Saiyajin ohne Vorwarnung Dr. Gero an, weil er sein Gerede nicht mehr ertragen konnte. C13 blockte diesen Schlag von Kakarot. Kakarot war es gleich klar, dass diese Cyborgs auf einem ganz anderen Level waren als C17 und C18. Nun begann der Kampf zwischen C13 und Kakarot. Und so endet nun auch Teil Nummer 11, Leute. Hat euch diese Theorie gefallen? Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen hoch da. Ich würde mich sehr freuen. Und wenn ihr noch weitere Theorienvorschläge habt, dann ab in die Kommentare damit. Und ich wünsche euch wie immer noch einen schönen Tag. Bye!